Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Hallo an alle Unterstützer. Wie ihr schon in vielen Videos gesehen habt, sind wir in Beirut, in Libanon. Dort, wo gerade die schreckliche Katastrophe passiert ist, die großen Detonationen am Hafen, wo tausende Menschen verletzt worden sind und viele Menschen gestorben sind, wo ein ganzes Viertel brach liegt, dem Erdboden gleichgemacht. Schlimme Bilder, jeder hat es gesehen, vorher, nachher. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir sind vor Ort, liefern Lebensmittel, verteilen Lebensmittel, wie ihr schon in den Videos gesehen habt. Wir verteilen Wasser, wir bezahlen Bedürftigen ihre Operationen und ihre Medizin, die sich das nicht behandeln können. Krankenhäuser sind voll mit Leuten, die sich ihre Medizin nicht leisten können. Sogar finden noch Bergungsarbeiten gleichzeitig statt. Es sind längst nicht alle Leute geborgen worden unter den Schutt. Unter den Trümmer, Schutt. Subhanallah. Leute, diese Ecke braucht jetzt ganz dringend eure Hilfe. Und wir sind vor Ort. Wir sind fast Selbstopfer geworden, weil wir am Hafenviertel, direkt im Nebenviertel, am Verteilen waren, die Nothilfe. Und dann auf einmal kamen diese Detonationen. Und die Druckwelle ist fast, also die hatte anfangs Teile des Nebenviertels erreicht. Und ist fast zu unserem Team hingekommen, subhanallah, von einem Ansari. Leiter ist von dem Onkel seine ganze Wohnung zerstört. Vielleicht hauen wir euch das noch an das Video dran, vielleicht auch nicht. Dann werden wir es veröffentlichen auf Instagram. Folgt uns, YouTube, Instagram, Facebook, ihr seid immer auf dem Laufenden. Spendet für eure Geschwister. Und es ist überliefert bei Tirmizi, wenn du dich den Armen näherst, so nähert sich Allah subhanahu wa ta'ala zu dir. Wann? Am jüngsten Tag. Was bedeutet es, wenn Allah sich dir nähert am jüngsten Tag? Das bedeutet, dir werden deine Sünden vergeben. Das bedeutet, du stehst unter seinem Schutz. Und wer will nicht unter seinem Schutz stehen an einem Tag, wo das gute Ergebnis nichts gibt auf dieser Welt, was schöner ist. Aber wo das schlechte Ergebnis, möge Allah uns bewahren, nichts gibt auf dieser Welt, was schlimmer ist. Keine Detonation, kein Hiroshima, kein Nagasaki, kein... Sogar nicht jetzt, Beirut. Würde schlimmer sein als ein schlechtes Ergebnis an diesem Tag. Deswegen kaufen wir uns frei von einem schlechten Ergebnis. Stehen wir unseren Geschwistern bei. Sind wir würdig dem Wort Bruder? Sind wir würdig dem Wort Schwester? Jetzt deine Nothilfe, jetzt deine Solidarität für Beirut, Libanon. Salam alaikum. Jamiat Ansar, Antfa'ad, Masjid Khadim al-Walid, Ba'ad al-Damar al-Lisar. والتفجير هذا مسجد خادم الوليد الكرنتينا هو محل الوضوء وهذا المسجد المصلى كلياته مدمر ما بقى شيء خرج واحد يقدر يصلي فيه يكون شبابيك طايره والباب طاير ليك السقف ليكون كمان ليكون مكسرين الابواب ليكون الشبابيك طايرة وايضا الشباك طاير الباب